Der Möhren ist wieder offen. Nach dem Umbau erstrahlt das traditionelle Willisauer Gasthaus wieder in neuem Glanz, ein Bijou. Und fast alles ist neu, neue Pächter, neu umgebaute Hotelzimmer, ein neues Gastro-Konzept und neue Öffnungszeiten. Ganz einfach zu merken, offen 7 Tage in der Woche. Der Besitzer, der René Chappy, hat geschaut, dass alles stimmt. René Chappy, mit dem Möhren geht es weiter. Wie ist es dazu gekommen? Ja, grüezi. Mit dem Möhren geht es tatsächlich weiter. Wir konnten den vollständig umbauen. Von zuunterst bis zuoberst ist ein neuer Möhren. Er hat neue umgebaute Zimmer, neue umgebaute Saal im ersten OG. Das Restaurant haben wir so können lassen, in seiner heimeligen Atmosphäre. Wir konnten hier insgesamt 19 Zimmer machen. Und wir haben einen ganz guten Pächter gefunden, das ist der Ergün Simsek mit seinen Brüdern, die die Möhren Willisau gepächtet haben und dort betreiben. Er war zu gewesen. Wie lange war er zu gewesen? Der Möhren war eigentlich nie zu gewesen. Wir haben im August haben wir selber angefangen zu werten, weil die vorherige Pächter nicht mehr da war. Wir haben dann selber den Möhren aufrechterhalten und es zeigt sich jetzt auch, dass sich das gelohnt hat. Per Ende Jahr haben wir dann das Hotel Mooren im neuen Pächter übergeben. In dieser Zeit vom August bis Ende Jahr haben wir dann den Mooren umgebaut und zweckgemacht, sodass er in den heutigen Ansprüchen wieder entspricht. Beim Umbau, nach welchen Überlegungen sind der Vorgang? Wir haben sehr viele Zimmer können so lassen, wie sie waren, aber einfach in den neuen Nutzungen anpassen. Wir haben neue Betten, neue Möbel, neue Sanitärzellen gemacht. Alles ist neu, aber wir haben gleich den Charakter des alten Hauses können behalten. Wir haben auch sehr, sehr viele schöne alte Parkett gefunden und haben die können lassen. Sie knarren ein bisschen, aber das ist auch nicht ganz ein neues Haus. Und dass er im Kanton Luzern ist, sieht man zum Beispiel an dem wunderschönen Gemälde, das er hier auch neu gemacht hat. Jawohl, das Gemälde hat ein Kollege vom Pächter gemacht, vom Ergün Simsek. Und er kann dazu noch etwas ausführen. Ergün Simsek, Sie sind der neue Pächter. Was möchten Sie da für ein Konzept verwirklichen? Ja, ich will zuerst euch ganz herzlich begrüßen und unsere Gäste, die jetzt da sind. Und danke euch vielmals und zu eurer Mühe, dass ihr jetzt hier gemacht habt. Und was wir jetzt hier machen, unser Konzept eigentlich italienisch und ganz gut bürgerlich, möchten wir das gerne weiterhin so weiterführen. Sie reden wie ein typischer Berner, aber irgendwie der Name lässt nicht ganz danach schliessen. Was haben Sie schon gemacht? Was ich gemacht habe, ich bin, ja, als Kleinkind bin ich im Gang der Gastronomie gewesen. Als junge Jahre bin ich hier in die Schweiz gereist. Und sie haben mehrere Restaurants geführt, in den Möhren. Möchten wir das gerne auch weiterhin führen, was da das Beste daraus machen kann. Sie sind ja eigentlich eine interessante Person. Sie haben einen Gasthof übernommen mit einer riesengroßen Tradition. Selber haben Sie andere Wurzeln. Fließt das auch ein bisschen bei euch ein? Zum Beispiel Rösti und ich weiss ja nicht, was gibt es bei euch? Also bei uns gibt es alles. Bei uns gibt es vom Suppe, vom Pizza, Pasta und Rösti, vom Rahmschnitzel, Spiegel, da gibt es eigentlich alles. Also das, was wir hier in der Schweiz kennen. Und auch, wie gesagt, mit dem Mangri-Konzept, italienisch, gut kombiniert. Bei uns könnte man eigentlich alles haben. Und türkisch, Sachen, die man noch nicht können, kann man das bei euch können lernen? Ja, das können wir sicher einfach nach Bestellung. Nach Bestellung, das könnte man sicher gerne machen. Aber jetzt hier bei uns im Speisekarte, Malenkarte, tun wir das nicht anbieten. Weil es braucht ganz andere Küche, Einrichtungen und vor allem Koch. Ja. Jetzt, wenn man hier schaut, da gibt es ganz viele fleissiges Personal rumweibelt, das schaut, dass die zahlreichen Gäste alle etwas bekommen. Wer führt den Möhren jetzt? Ist das ein Familienbetrieb oder wie machen wir das? Möhren führen wir mit unserer Familie, mit meinen anderen 2 Brüdern. Und der älteste Bruder bleibt ganz da, 100%. Der jüngste ist im Zivil, um selber zu führen. Und ich bin da auf den Ausgang, um helfen beiden, hin und her, da und dort. Aber das Personal, das wir jetzt heute hier haben, das wir haben ja auch andere Betriebe, heute am Ende Ruhetag, die haben wir auch können, alle von Möhren eingeladen, zum helfen. Und denen bin ich auch dankbar, dass sie da sind. Das ist eine Öffnung, dass wir jeden Leute gut bedienen können.
wie es heute. Eben, ihr habt ja da auch noch mitgewirkt, eure Familie, mit der Gestaltung der Bilder. Was ist sonst noch eingeflossen an Input von eurer Seite? Habt ihr spezielle Wünsche gehabt, was ihr da gerne möchtet? Ja, wir haben die ganze Sache mit dem Champignon gemacht und mit denen da Bildern, die wir gemalt haben. Das ist ein Bekannter von mir, von Bern kommt und der macht das nur solche. Also das Arbeit, das haben wir mit dem können machen und jetzt das, ich habe das Gefühl, das passt ja. Ich frage sonst mal rein. Und unsere Kundschaft hat es auch denen gefallen, die heute da sind. Ja, die interessierte Kundschaft hat nicht nur gegessen und getrunken, sondern auch geschaut, wie es in Möhren sonst so aussieht. Wir sind jetzt hier in einem Zimmer, das wir haben renovieren können. Man sieht alte Parkette und die neue Ausstattung. Neu und alt und sich hier sehr schön ergänzen. Ich bin überzeugt, dass mit diesen vier Zimmern auch etwas von der Geschichte von Möhren erhalten geblieben ist. Wir haben auch neue Fenster, neue Wärmedämmung. Und die Zimmer selber sind so ausgestaltet, dass man sie als Doppelzimmer, aber auch als Einzelzimmer kann belegen oder für zwei Personen separat. Der Möhren ist bereit für seine Gäste, aber eins muss man noch wissen. Man sieht, dass ein Architekt am Werk war, alles schön wunderbar gestaltet. Jetzt, wenn jemand den Möhren natürlich von innen möchte können lernen, wie sind eure Öffnungszeiten? Wir haben sieben Tage offen hier, tagtäglich, von morgen um 8:30 bis mitten in Nacht. Durchgehend offen eigentlich. Und das Wochenende gibt es bei uns auch durchgehende Küche. Das machen wir auch gerne. Und die Leute, die gerne schauen möchten, sind wir sonst hier, für zeigen. Mit, ja, von unten bis am Abend. Mit dem Weinkeller und mit den unseren Zimmern, die jetzt neu gebaut wurden. Und mit den Zeugen, die wir jetzt hier haben. Ja. Was sprechen dir an den einfachen Arbeiter, die zum Beispiel möchte am Mittag hierher kommen? Oder sind das eher so Kopni? Oder ja, was sprechen dir an? Eigentlich alle. Wir möchten gerne jede Person hier drin sehen. Auch Arbeiter, auch die anderen Leute. Tatsächlich, auch beim ausgeputzten Säle für grössere Gesellschaften oder in der rustikalen Gaststube fürs Feierabendbier, da findet jeder sein Plätzchen.